Ein wunderschönes Hallo bei Life is Feudal Forest Village. Eine kurze kleine schnelle Aufnahme. Ich fange jetzt gar nicht mit dem Sermon an, den ich sonst auch immer bringe. Hier basteln sie schon rum. Das ist gut. Hier wird abgebaut. Ich guck gerade wieder, dass ich mich ein bisschen orientiere. Das gehört halt logischerweise dazu. Aber das passt soweit alles. Wir haben logischerweise zu wenig Leute, sonst könnte ich hier Wege setzen. Aber wir müssen sowieso überhaupt erstmal gucken, dass wir genug Ressourcen bekommen. Gatherer, haben wir jetzt keinen? Das habe ich beim letzten Mal schon gefragt, ne? Wir haben da hinten. Einfach nur zwei. Oder? Gatherer. Hier sind zwei. Jetzt ist die. Komm, wir machen es so. Dann haben beide Buden ein. Und. Ich muss mal kurz gucken. Einen Moment. Ah. Ja, doch, jetzt ist es hoffentlich besser. Ups, das habe ich auch. Ich habe ja das neue Soundsystem, weswegen ich mich jetzt auch selbst höre. Jetzt habe ich halt Kopfhörer drin, also so ein In-Ear-Kopfhörer und darüber die Kopfhörer, wo ich dann halt den Game-Sound höre. Jetzt hört sich das aber anders an und komisch an. Und ich hoffe, dass ich mir nicht diese In-Ear-Kopfhörer kaputt gemacht habe. Ich habe die nämlich auch benutzt, als ich eben noch draußen war und es dann angefangen hat zu regnen und wie ich halt so bin, habe ich das eher genossen und bin durch den Regen gelatscht. Nur haben halt die Kopfhörer auch Wasser abbekommen und ich hoffe mal, das hat die nicht irgendwie kaputt gemacht. Oder, mal schauen. Das war sowieso super schön. Die ganze Zeit irgendwie so eine Hitze und ich habe, ja, keine Ahnung, lief da rum wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, eine müde und hin und her und dann eben zieht's auf, Regen, tatsächlich Gewitter und einfach mal so diese ganze drückende Luft, die sich da entlädt. War wunderschön. Hat Spaß gemacht. Ups, bisschen zu schnell. Moment, ich kann hier auch nochmal ganz schnell. Das merkt ja keiner, wenn ich das so mache. Na komm. So, dann habe ich hier ein bisschen die Sensibilität umgestellt und da fangen sie auch schon an. Das ist gut. Das finde ich gut. Hatten wir hier das Land auch umgegraben? Ich glaube nicht. Nee, ach genau, wir hatten den Teil hier umgegraben, damit das hinhaut mit dem Haus. Deshalb gibt es hier so eine komische Kante. Also da müssen wir das zur Not auch nochmal anpassen, aber da sehen wir ja dann alles. Und blam, blam. Ach, schön. Ach, wunderbar. Gut, die Brunnen, die passen. Ja, das passt. Das passt so oder so. Die hatten wir auch schon geupgradet. Das könnten wir dann eigentlich auch gleich upgraden, sobald es steht. Ja, ich glaube schon, weil momentan bringt es noch nichts und wir haben zu viel leerstehende Häuser. Und ich möchte eben vermeiden, dass die da sich dann explosionsartig vermehren und wir dann eben explosionsartig auch keine Nahrung mehr haben. Wie es halt so oft ist. Was rennt da denn die Wildsau über mein Feld? Hab ich dir das erlaubt oder was? Da müssen wir gleich mal irgendwie eine. Vor allem haben wir hier niemanden. Mist. Da gräbt er die Kartoffeln aus. Oder sie, die Sau. So. Geht ja nicht an. Menschenskinder. Oh, räumst du das auch gleich weg? Oh, das ist lieb. Dankeschön. Oh, das war tatsächlich nur Heu. Ja, war trotzdem verdient. Ne? Kann ja nicht bringen. Oh, hier wäre gleich der nächste Kandidat. Sollten wir hier oben einen Jäger hinsetzen? Vielleicht können wir das machen, vor allem weil wir da. Ruckel? Was war das?
Apple. Moment. Nee, da passt alles. Okay. Vor allem, weil wir den hier auf kurz oder lang ja verlieren. Dadurch, dass wir hier expandieren. Also da müsste man halt einfach nur noch da vorne oder noch weiter vorne ziehen. Aber wir haben halt einfach keine Leute. Wie schaut's aus? Oh, wir haben gut Holz. Feuerholz kommt nach. Das ist gut. Das freut mich. Naja, komm. Kümmere dich gerade mal um den. Er hat sich zwar beschwert, aber auch nicht gewehrt. Also von daher dürfen wir es machen. Fies. Jetzt räumst du es an. Nee. Ich weiß gar nicht, wie lange dann der Befehl noch aktiv ist. Weil manchmal räumen sie es weg, manchmal nicht. Müssen wir nochmal gucken. Ja, jetzt haben wir hier die glorreiche Brücke, die man dann halt einfach auch wieder... Ja, das war ein Unterfangen. Damals, als wir noch die Fischfarm hatten. Ja. Oh. Ach nee, wir haben ja auch gar keine Leute mehr. Ich war gerade verwirrt. Warum haben wir so wenig Fisch? Ja, ist kein Wunder, wenn kein Fisch nachkommt. Wie schaut's hier aus? Achso, das sollen vermutlich nur so Dekobretter sein oder was? Wir haben hier auch keine weiteren Esel, ne? Die brauchen noch ihre Zeit. Okay. Krankenhaus haben wir eh pausiert. Also momentan brauchen wir ja auch nicht unbedingt die Esel. Hat der schon immer Fleisch produziert? Wie produziert der Fleisch? Immer so Scheibchen abschneiden, trocknen lassen und so, wie gut ist oder was? Das sind auch schon zwei. Ach, Mensch. Ja, sehr gut. Komm, lass uns die mal angucken. Nein, du, komm. So. Kann ich hier irgendwie reinkommen? Ja, jetzt habe ich dieses doofe Schild immer. Es wäre schön, wenn man die GUI wegklicken könnte oder sowas. Gerade bei so einem grafischen Spiel. Ah, ja, schön. Schön. Die vermehren sich, das ist gut. Die haben sich schon vermehrt, das ist auch gut. Und in also nicht allzu ferner Zukunft haben wir dann sogar noch mehr Platz für die. Das ist gut. Ah, oh, ja genau. Unfug. Ziehen die da auf einmal allein? Ich glaube, die sind bekloppt. Was wollen die denn da einziehen? Hier ist auch schon jemand dran. Okay. Da können wir auch nicht mehr Leute hinsetzen. Nö. Gut, das ist schade. Aber dann ist das so. Jetzt könnten wir überlegen. Wie war das denn hier? Wie weit weg bist du denn? Sagen hier. Ach, Mist, das ist. Nehmen wir mal so Hütchen. Ah ja. Das ist sage und schreibe 4, 5. Sind die auseinander? Ergibt das Sinn? Ja, vermutlich wegen der Feldergröße sowieso. Wenn nicht sogar noch mehr, weil den Weg, den brauchen wir ja auch. Entschuldigung. Dann setzen wir erstmal die Felder, bevor wir das andere setzen. Wir können aber gerade mal gucken. Können wir die nicht auch schon setzen? Wir hatten jetzt hier unten... Was hat man denn? Coop. Chicken Coop. Dann... Können wir den nehmen. Sheep. What a sheep. 1, 2... 3, ne, also 1, 2, 3 und dann hier. Und auch wieder 18 mal 18. Genau. Da ist nur die Schräge im Weg, aber da müssen wir dann alles umziehen tatsächlich.
Autsch, 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 autsch. Okay. Das sind halt ja auch, aber auch nur die kleinen Bauten, von daher geht's ja. Wir könnten dann aber auch schon mal planen. Was bist du denn? Achso, du hast einfach nur Holz auf dem Rücken. Ich war gerade verwirrt. Was ist das denn für ein Käfer, der da lang läuft? Okay. Und 450 Holz. Oh, wir haben zu viel Klamotten. Das ist schön. Das ist tatsächlich schön. Wolle kommt eventuell nach. Hm. 25. Moment, dann können wir gerade mal die Wolle umsetzen. Hier haben wir hier hinten. Nicht die Wolle, die Klamotten. Hier haben wir Klamotten. Du bist kein Lager. Hier haben wir keine. Okay, dann machen wir das doch gerade, ne? Wo haben wir dich denn? Da haben wir dich. Okay, das ist nicht mehr so relevant. Das können wir starten. Das können wir pausieren. Das läuft ohnehin. Das können wir pausieren. Das könnten wir auch pausieren. Genau wie dich. Und dann sagen wir Klamottgieß. Das heißt garantiert so in der Fachsprache Klamottgieß. Ne? Wenn du das jetzt komisch findest, ist es nur, weil du es noch nie gehört hast, weil du dich eben nicht in Fachkreisen bewegst. Selbst schuld. So, Klamottgieß. Alkohol produzieren wir momentan gar nicht. Okay. Ist jetzt ja auch nicht allzu schlimm. Moment, macht der immer noch? Vegetable? Der macht nicht immer noch Vegetable Pie, oder? Meat Pie. Okay. Die sind also in der Mache. Jetzt. Ah, okay. Ja gut, wenn da echt nur einer ist, dann kümmert das tatsächlich schon abreißen und dann eventuell später irgendwo hinsetzen. Das ist jetzt nicht so gravierend, das sollte gehen. Adieu. Dann können wir nämlich hier schon mal planen, quasi. Ha, ne? Also, den Boden planen und planen, wie man das hinsetzen. Ach, diese Doppeldeutung. Mensch. Das Haus wird noch gemacht. Okay. Genau. Hatte ich mich jetzt schon entschieden, auf welcher Seite ich dann das Feld mache? Das wäre ja vielleicht gar nicht verkehrt. Hier. Unten. Okay, da muss ich nochmal messen, wie das passt. Und es bleibt, glaube ich, gar nichts anderes übrig. Also ich hatte jetzt hier die Chicken Coop. Das heißt, die setzen wir dann da um. Nee, okay, dann müssen wir hier unten das Feld machen. Dann haben wir nämlich hier oben die drei Farmen. Und dann erst können wir die abreißen. Die können wir ja nicht umsetzen, wenn wir nicht irgendwie Platz für die haben. Dann kommt hier unten halt das Feld hin. Das ist ja auch nicht so das Problem. In der größten Not kann man das ja tatsächlich auch noch, wenn man genug geerntet hat an Nahrung, nochmal ein anderes bauen und die dann umsetzen. Ja, aber das da oben müssen wir erstmal bauen. Mist. Mein Gedanke war halt einfach der, dass die Tiere ja logischerweise gefährdet sind, was eben Wildtierangriffe angeht. Deshalb habe ich hier auch die Hühner wie möglichst nach da unten gesetzt.
Die Idee war dann eben, die Schafe hier hinzusetzen und die Kühe hierhin, weil hier noch am meisten Wald ist. Und deshalb die Idee, ob man nicht die Kühe auch hier unten in die Ecke setzen, dann sind sie noch weniger gefährdet. Aber das, ja, können wir dann mal schauen. Da haben wir noch eine. Warum haben wir dann da hinten zwei? Da müssen wir ja gar keine umsetzen. Also zwei Leute meine ich. Also, ne? Die könnten wir auch abreißen, aber die tut da ja nicht weh. Da haben wir auch noch eine. Ah ja, gut, wir haben nicht so viele Leute eingesetzt. Deshalb. Okay, ne, dann geht das. Hätten wir auch schon früher machen können. Höh. Gevra müsste man dann vielleicht auch wegziehen, aber wir müssen erstmal gucken. Vielleicht reicht's, dass wir dann das Landplan machen. Aber den Jäger könnten wir schon mal umsetzen. Oder halt eine andere Jagdhütte irgendwo hinsetzen. Wie wär's denn ungefähr hier? Hunting Kevin? Guten Tag, ich bin der Hunting Kevin. Okay, hier ging es. Drehen wir nochmal. Ready to work. Ja, sehr gut. Das freut mich. Ich weiß jetzt gar nicht, in welche Richtung das am sinnvollsten ist. Lassen wir es einfach mal so. Wir setzen es erstmal. Es tut ja nicht weh. Und hier braucht man dann später eine weiter hinten im Feld. Vielleicht auf der Höhe. So weit kommen wir ohnehin nicht. Wenn wir dann sagen, hier. Dann grast er da alles ab und dann haben wir da gar keinen Zugang mehr. Im besten Falle von Wildchen. Das wäre ja, glaube ich, nicht verkehrt. Wir setzen es mal. Und es tut ja nicht weh. Okay. Ja, dann machen wir es so rum. Dann haben wir noch ein paar Leute. Das ist ganz gut. Haben wir noch weitere Baustellen? Nee, eigentlich ja nicht, ne? Hier hat dann nichts mehr zu tun. Wie viel Wolle brauchst du denn, damit die rüberkommt? Das verwirrt mich gerade. Also nicht hierhin, sondern halt dahin dann. Können die noch irgendwas gebrauchen? Nö, sieht eigentlich ganz okay aus. Ja, da müssen wir dann irgendwann mal gucken mit dem Feuerholz. Oh! Natürlich. Den Flachs brauchen wir ja nicht da unten. Ich habe aber keine Route mehr frei. Von wo nach wo warst du denn? Jetzt geht's wieder nicht. Hä? Von hier? Oh, das war dann mal eine alte. Oder? Ja, das war irgendeine alte. Warum sollte das jetzt noch vonnöten sein? Von hier weg nach 160? Okay, du bist auch nicht mehr vonnöten. Du kommst auch weg. Ja, sehr gut. Dann können wir nämlich die hier setzen. Das braucht man da unten ja nicht. Das Flachs. Oder Flax, oder wie das denn auch immer auf dem Englischen heißt, oder im Englischen, vor allem auf dem Englischen, obendrauf heißt das so. Hier lernt man noch was. Achso, die wurden schon transportiert? Sehe ich das richtig?
Was bellen da immer? Okay, ja, das hat ja funktioniert. Das heißt, sie kommt weg. Sehr, sehr gut. Wie schaut's aus mit den Werkzeugen? 16? 30. Hier haben wir gar kein Werkzeug. Okay. Ach, wir haben auch nur 16. Wir hatten das letzte Mal da unten, hatten wir die da, ne? High Quality, dann ziehen wir sie jetzt einfach mal nach oben. 16. Das ist auch High Quality, ne? Ja. Okay, ja, dann machen wir das so. Wie schaut's aus? Okay, ist noch in der Mache. Holz. Ne, nur alles. Alles wird noch benötigt, okay. Stein muss sein. Okay, aber das kriegen die zu Rande. Da müssen wir jetzt nicht groß unterstützen. Hä? Unterstützen? Was? Mich hat noch niemand unterstützt. Er fragt dich, warum. Genau, die hatten jetzt noch nicht gestartet. Das ist aber okay. Ja gut, die 6 Fische, die brauchen wir jetzt auch nicht verbieten. Ich war gerade am Überlegen, ob wir die 6 Fische gerade verbieten, damit die sich nicht wieder in Wolf laufen. Nö, für so eine olle Forelle. Aber dann sollen sie es halt machen. Und dann sind sie weg. Dann lernen sie es. So. Du warst... Ach nee, du warst Weed. Okay, das ist... Sweet. Ich weiß nicht, was los ist. Ich glaube, der Regen hat mir nicht gut getan. Aber, naja, dann läuft das jetzt hier alles... durch. Das ist ganz gut. Wir haben tatsächlich noch mehr Schafe. Das finde ich nämlich super prima. Dann können wir vielleicht... ist die Frage, ob wir das jetzt schon starten, weil wir noch nicht mal Wolle drüben haben. Ich weiß nicht, in was für Stacks die transportiert werden. Oder ob sie jetzt gar nicht transportiert werden, weil ich das verboten habe. Aber das ist ja unlogisch, weil alles andere wird ja auch hier eingelagert. Ne, also das Fleisch eben auch. Also warum sollten die das da nicht einlagern? Dann warten wir mal, bis das da eingelagert ist. Dann hat er nämlich was zu tun. Und in der Zwischenzeit würde er dann welche nachproduzieren, falls wir welche brauchen. Also geht das ganz gut. Naja, so geht das schöne Schwangstadt seine Wege. Und ich glaube, ich freue mich echt hier über diese Zelle. Müssen mal gucken, wie viel die dann wirklich abwirft. Aber... das sieht bisher ganz gut aus. Ich weiß nicht, ob das die Maximalzahl ist. Diese 1792. Für diese Größe. Oder ob das überhaupt irgendwie eine Maximal... also unterschiedliche Bodenbeschaffenheit, Maximalzeit. Oder ob das das alles mit reinrechnet. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall wird es nicht verkehrter sein als andere Felder. So viel können wir, glaube ich, sehr sicher sagen. Nun gut. Freut mich, dass es jetzt so weiterläuft. Und ich sag vielen Dank fürs Schauen. Euer Kaffaun.